Episode 3 und sie heißt nicht Der Eindringling. Das ist einfach falsch eingeblendet. Die Episode 3 heißt nämlich Die Tiefen. Hier! Wir sind hier unten! Hey! Jan! Er wird nicht langsamer! Alle festhalten! Alles okay. Ich glaube, wir sind sicher. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Ja, die armen Menschen waren ja Billy, wie hieß er mit Nachnamen? Habe ich schon wieder vergessen. Und Billy Yoda, genau. Und Oscar. Und ja, was sollen wir tun? Ja, komm. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Stimmt, wir haben da noch so ein kleines Raptorenproblem am Hals. Mein Gott, sie versuchen den Turm umzukippen. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Ja, zwischen er wird und er muss ist ein kleiner Unterschied. Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Für den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Okay. Ich habe übrigens mal offscreen in dieses Tagebuch reingeguckt. Das können wir uns gerne am Ende des Spiels mal angucken, würde ich sagen. Da gibt es ein paar interessante Dino-Einträge. Okay. Wir müssen die Leiter runterlassen. Dazu muss ich erstmal rauskriegen, wo. Und dann werden wir wahrscheinlich die Raptoren irgendwie noch ablenken müssen. Was haben wir denn da? Das Kabel ist unter Strom. Das Kabel ist unter Strom. Ganz schnell. Ja, okay. Aber ich kann hier sonst nichts machen. Ah, Moment, da drüben ist auch noch. Ah, was haben wir da drüben? Ich denke nicht, dass sie es geschafft haben. Aber hoffen wir das Beste. Ja, das hilft mir jetzt aber nicht weiter. Okay, ich weiß, das Kabel ist unter Strom. Gucken wir mal. Da sind die Raptoren. Okay. Erstmal kurz gucken, wo man sich überall was anschauen kann. Bewegt sich nicht. Schon mit dem Riegel versucht? Der Riegel? Oh ja, natürlich. Oh Gott. Oh ja, natürlich. Okay. Wir müssen uns beeilen. Jetzt jammer hier nicht rum. Ich würde mich ja beeilen, das Spiel ist so langsam. So sollte es gehen. Ja, okay, jetzt aber. Was ist denn mit dem Kabel des Unterstroms? Bewegt sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was Sie meinen, draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Jetzt ernsthaft? Okay. Liebes, ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Sie klemmt wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Das ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Eine Stechprange. Ja, wir haben hier kein Werkzeug und wir brauchen aber eine Brechstange. Also haben wir jetzt eigentlich gar keine Wahl. Wir müssen da wohl nach oben und hoffen, dass wir da jetzt irgendwas finden. Schön, dass die Raptoren so geduldig warten, bis wir unsere Probleme gelöst haben. Vielleicht sagt er jetzt gleich noch was anderes.
An dem Rad kann ich auch nichts machen, ne? Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln. Aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Eventuell. Gleichwohl hat er keine andere Möglichkeit. Das war ein Insider. Okay. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Okay, dann machen wir das mal. Ich weiß noch überhaupt nicht, was mir das bringt, aber... Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Gut. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Okay, ich muss also im richtigen Moment die Antenne schnappen. Okay. Gut. Ich hab's. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich hoffe, dass diese Episode ein bisschen, ja, mehr Spannung reinbringt als die letzte, die ja durchaus tolle Momente hatte. Wie soll ich sie dann allein freihebeln? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Aber es gab halt auch immer wieder so ein paar Schwächen in der letzten Episode, obwohl ich sie an sich sehr cool fand. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Jo. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht gegangen. Dad, was sollen wir tun? Ich habe ganz schnell gedrückt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Mir geht's gut, Dad. Okay. Jetzt Sie, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Wir können sie auch oben lassen, als Ablenkung. Ich komm! Dr. Sorkin, beeilen Sie sich! Ja. Auf dem Weg! Ich springe! Ich wollte mich gerade am Kopf kratzen, verdammt. Okay, jetzt hoch und rüber. Okay. Mir geht's gut. Schön. Immerhin einer. Laufen Sie, Dr. Sorkin! Und jetzt? Dr. Harding, die Tür. Die Tür. Voll genervt. Zu spät, lauf. Oh, wie schnell hätte ich denn da jetzt drücken müssen? Ich hatte da jetzt gar keine Chance. Oh. Okay. Rechts, links, A. Dr. Harding, die Tür. Also wenn man da nicht vorher weiß, was man drücken muss, bis man das im Hirn hat und reagiert und umgesetzt hat, das war jetzt schon schwierig. Will ich springen? Okay, Billy und Oscar. Er macht Pause. Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. ja, also, wir haben jetzt eigentlich gar keine Zeit, uns um Mädels zu kümmern, auch nicht um Nima. Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Er ist nur noch ein Wrack. Ja, auch ein kleiner Insider. Okay, ich kann die Szene wechseln, aber erstmal gucke ich mich hier mal um. Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt.
Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Okay. Ah, da ist auch noch was. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Da kann nichts mehr explodieren. Das ist schon mal gut. Wir dürften hier sicher sein. Ich habe aber hier noch nicht geguckt. Ach so, bei ihr. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Ja, aber es war schon wichtig, dass wir erst geguckt haben, ob wir hier sicher sind. Bei sicher Oscar immer relativ will vielleicht ist. Mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Das heißt, will er sie jetzt nochmal nachbetäuben oder was? Oh oh, Rasierschaum. Als hätten wir jetzt gerade keine anderen Sorgen. Wow, Barbasol. Genauso eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Ah, ein bisschen naiv ist er schon. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer. Fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich. Moment, so. Jetzt taust du gerade die Embryos auf. Die hat ein Geheimversteck. Aber für was? Genau dafür. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dafür Spuren. Sehen sie aber beide Keine noch ganz heil aus. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Ja. Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Ja. Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin, aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Okay. Ich denke mal, dass die beiden Gruppen bald wieder zusammenkommen werden. Würde mich auch freuen. Oh. Dios mio. Sie können Türen öffnen. Nicht gut. Oh, das darf ich gleich wieder drücken. Oh, ich liebe die Raptorengeräusche. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Das habe ich jetzt fast nicht gesehen. Oh. Okay. Ich gucke erst noch mal kurz. Ach so, ich muss erst drücken, dann... Ah, okay. Und jetzt kann ich, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Soll ich da rauf? Ah, Moment. Ich, oh Gott, rauf oder runter? Ich gehe mal unten lang. Verdammt! Ah, scheiße. Ah! Okay. D-
Das ging jetzt gerade viel schneller als sonst, deshalb hatte ich da einige Fehler drin, aber immerhin habe ich überlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder richtig war, unten rumzugehen. Sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, wir sollten weitergehen. Oh. Sollten wir sie vielleicht warnen? Verschlossen. Clever. Ja, ich würde hinterhergehen und sie warnen. Auf der anderen Seite würde ich hinterhergehen, wenn gerade vor mir drei Raptoren da reingegangen sind. Eher nicht, ne? Oh, ein Kompi. Ay, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Und wo ist jetzt Billy? Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Okay. Wir können uns nochmal den Heli angucken. Was haben wir hier oben? Ich war wohl eine Weile bewusstlos. Die Embryos müssten erstmal sicher sein. Nein, sind sie nicht. Kannst du dir... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir gucken uns das erstmal an. Wo ist die Dose? Bonita! Nein, nein, nein! Rumschreien ist auch nicht so gut. Suchen Sie das hier? Das gehört mir. Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Her damit. Sofort. Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln. Aber man soll den Schaum vorm Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Wir denken uns was aus. Die Dose gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die Silenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzzer-Freund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht seidig glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Ich versuch's mal. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. InGen klopft ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay. Reden Sie weiter. Okay. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Tochter. Ich glaube, Billy ist nicht verkehrt. Ich denke, wir könnten ihn damit echt kriegen. Oder halt... Das hier, also die Misere ihres Volkes, glaube ich, wird ihn nicht großartig interessieren. Ich versuch's mal mit der Tochter, vielleicht erfahren wir dann auch mal was. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay. Das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum?
Weil er mein Partner ist, darum. Das Kühlmittel reicht für 48 Stunden. Sie warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda.